Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dead Cells in dem Bad Seal DLC. Und ich frage mich gerade, warum mich diese Hauswand da hinten mit ihrer komischen Weihnachtsbeleuchtung so komisch anguckt. Und ihr Bruder scheint mich auch nicht wirklich zu mögen. Auf jeden Fall stimmt irgendwas mit seinem Auge da nicht. Egal, wir machen auf jeden Fall heute etwas Spezielles bei Dead Cells. Und zwar habe ich vor, die stärkste Waffe aller Zeiten zu bekommen. Das ist im Idealfall eine legendäre Waffe ohne Farbe. Das ist auf jeden Fall mein Ziel. Und wie möchte ich dieses Ziel erreichen? Natürlich mit einem reißenden Riemen. Yeah, eine Peitsche und einem Bogen. Okay, das sind keine guten Startbedingungen, aber das passt schon. Auf jeden Fall... Lol, man zieht die Leute einfach ran mit der Peitsche. Das gefällt mir dann doch sehr gut. Auf jeden Fall gibt es ja am Ende jeder Ebene immer so eine Tür, die sich aber nur öffnen lässt. Peitsche ist witzig, aber ich glaube, ich nehme Thanos Handschuh lieber mit. Der macht doch mehr Damage. Ja, ja. Da gibt es auf jeden Fall immer so eine Tür und die geht nur auf, wenn man in der Ebene davor keinen Schaden bekommen hat und eine krasse Combo hingelegt hat, die Gegner zu vernichten. Also ich glaube, in der ersten Ebene sind das 30 Leute, die man vernichtet haben muss, um in diese Tür zu kommen. In der zweiten Ebene dann 60 und keine Ahnung, ob das sogar noch höher geht, auf 100 und so. Aber da gibt es dann immer so eine Tür und da gibt es dann immer Waffen. Und da soll die Chance anscheinend höher sein, in diesen Räumen eine krasse Waffe zu bekommen. Und das ist heute unser Ziel. Heißt, ich werde sehr vorsichtig spielen. In der ersten Ebene ist das noch nicht so wichtig, aber danach schon. Nicht getroffen zu werden und werde auch sehr langweilig spielen, dass ich zum Beispiel, wenn ich einen Geschützturm habe, den dann dauernd einfach nur hinstelle. Und dann hoffe, dass der alles für mich verdichtet. Ja, ja. Das verfallene Aboritium. Nein, danke. Toxische Kanalisation. Nein, danke. Ich nehme lieber diese Kiste hier mit. In der wir zumindest eine Zermale haben. Klingt auch nicht so schlecht für Gegner, die wir ganz doof finden. Dann können wir sie einfach zermalen. Da wurdet ihr zermalt. Hä, guck mal, da ist sogar so ein Totenkopf einfach über den. Genau, jetzt haben wir nämlich 30 Leute getötet. Jetzt hat sich der Totenkopf unten neben der Map ein bisschen verändert. Das heißt, wir können jetzt, glaube ich, in diese komische Tür rein. Und noch eine Sache, die ich tun werde. Okay, sorry. Ich werde alle... What the fuck haben wir hier für einen komischen Bogen? Was ist das für ein Bogen? Infanteriebogen. Landet auf kurze Distanz einen kritischen Treffer, okay. Ich werde alle Pergamentrollen mitnehmen, die gehen. Oh, den hole ich mir auf jeden Fall auch. So ein Pilzimpf ist immer richtig schön. Oh, mein kleiner Pilzimpf. Ja, I love you. Der schleudert immer alle weg mit seinem Headbutt. Das ist so witzig. Ich liebe diesen Typen. Ich liebe ihn. Ein Scharfschützenbogen. Finde ich, glaube ich, besser. Damit wir dann aus höherer Distanz einfach mehr Schaden machen können. Und er ist auch 3 plus und sowieso viel stärker als alles andere. Passt schon. Dudu, ab zur Promenade. Ja, erste Tür natürlich nicht hinbekommen mit den 2 Minuten, aber dafür haben wir 30 Leute vernichtet. Und jetzt bin ich gespannt, was wir hier für eine tolle Waffe bekommen. In der ersten Ebene wahrscheinlich noch nicht so was richtig Gutes. Er hat auch leider alles noch Farben. Die ausbalancierte Klinge ist stärker, wenn man damit häufiger angreift. Und sie landet kritische Treffer nach 10 aufeinanderfolgenden Schlägen. Wann greift man mit einem Gegner 10-mal an? Wie viele Leben muss der denn dann haben? Ich glaube, mir gefällt eine Klinge auf jeden Fall besser als so ein komischer Handschuh. Guck mal, wir haben jetzt sogar diesen Verwertungsröhren endlich mal freigeschalten. Das ist sehr nice. Dann ist der Anfang nämlich viel einfacher, weil man sich einfach aussuchen kann, was für Anfangs-Item man haben möchte. Und als Mutation nehmen wir einfach mal mit die Combo. Ja, warum nicht? Mehr Schaden pro Sekunde, wenn man Gegner tötet. Das klingt genau richtig für unsere Challenge. Oh, was bist du denn? Ey, was zum... Oh, ein Schlüssel! Zack! Okay, dafür habe ich... ich habe ein bisschen sehr Angst. Kann der die vernichten? Nein. Ah, oh, ich... Immer diese hinterrücksten Angriffe hier, mit denen man nicht rechnet. Dann sind sie einfach hinter dir und wollen dich vernichten. Das ist uncool. Uncool und unnötig. Ah, genau dafür hatte ich mich auch noch Angst. Vor komischen Stacheln im Boden. Wenn man da einfach reinläuft. Vor allem, wenn da noch diese komischen Dinger sind, die im Kreis umherwaddeln. Da habe ich Angst vor, dass ich da... Ah, dumm Damage bekomme. Ich krieg sowieso noch dumm Damage irgendwo. Ich sollte vielleicht mehr mit meinem Bogen angreifen. So, was würden wir denn hier bekommen, wenn wir alle komischen Schlüssel einsammeln würden? Wir würden eine Waffe mit einem Sternchen bekommen. Ein kleiner Dolch. Einer könnte zum Beispiel unten sein, da könnte aber auch Stacheln sein. Hilfe, Hilfe, keine Stacheln! Oh, ein weiterer Pilzimpf. Kann man 2 davon haben? Nee, nur 1. Aber der ist somit schon mal 2++. Macht ein bisschen mehr Schaden. Sorry, letzter Pilzimpf, aber wir haben jetzt deinen Bruder... Da ist ein Schlüssel. Dein Bruder angestellt.
Und ein paar Schritte weiter ist dann anscheinend der Schlüssel, wo... Oh, zum Glück war da unten Wasser und keine Stacheln. Ich sehe mich schon in den Stacheln. Ich sehe mich schon, wie ich da einfach reinlaufe. Oh, nee. Ja, nein, nein, nein. Wow, okay, das war mega. Will ich da runter? Ich will da, glaube ich, nicht runter. Vielleicht später. Lohnt sich das überhaupt? Vielleicht ist da nur ein Ausgang und dann lohnt sich das halt gar nicht. 30! Okay, es setzt halt auch die Frage, wenn man das einmal geschafft hat, also muss man das nur einmal schaffen in der Ebene oder muss man mit der Combo tatsächlich auch in diese Zwischenwelt kommen, um durch die Tür zu gehen. An sich ist das auch egal, welches Upgrade wir hier immer nehmen, weil die geben anscheinend immer plus 15% Schaden. Ich würde natürlich jetzt immer mit dem gehen, das mir mehr Schaden gibt. In diesem Fall gibt mir aber das Überleben-Dings auch noch mehr GP, deswegen nehme ich in diesem Fall einmal GP als Pergament-Upgrade. Bin ich schon so lange in dieser Ebene, dass die Musik einfach aufgehört hat. Ich glaube, die Infanterie-Granate finde ich besser als den Zermaler, weil der braucht wirklich übelst lange, bis er überhaupt mal irgendwas angreift. Haben wir hier oben noch? Ach, den dritten! Ne, den dritten Schlüssel. Dann können wir nochmal zurückgehen und gucken, was dieser Rapier hier oben Tolles macht oder was auch immer das ist. Ja, genau, ein Rapier. Nur 2++ macht auch viel weniger Damage. Warum hat er denn dann so ein Sternchen? Plus 50% Schaden, wenn deine GP auf dem Maximum sind. Das heißt, da kommen dann nochmal 400 Damage drauf, ja? Dann sind wir bei 1200. Dann wird er wieder mehr Damage machen. Aber der ist nur 2++. Nö, nö, den verkaufe ich. Den finde ich doof. Oh nein, warum? Warum? Warum überall diese Jump'n'Run-Dinger? Okay, aber ich bin der allerbeste Jump'n'Runner aller Zeiten. Ich springe da einfach rüber. Und dann springe ich nochmal rüber. Dann ducke ich mich. Und geschafft. Wow. Ein Glück habe ich gestern noch den Ori-Speedrun gelernt. Und jetzt bin ich wirklich der beste Speedrunner. Der beste Jump'n'Runner. Den es auf diese Planeten einfach gibt. Hä? Noch ein Tor? LOL! Der kann sich nochmal verbessern? Jetzt ist der Totenkopf einfach Gold. Okay, das war mir nicht bewusst. Verbessert sich die Ausbeute am Ende? Wenn man noch mehr tötet? Wenn ich jetzt eine 100er-Kombo mache, wird das dann noch besser? Und ich meine, wir haben ja jetzt die 60 schon geknackt. Ich hoffe, man muss die nicht behalten, wenn man die Ebene verlässt. Deswegen machen wir hier jetzt doch nochmal kurz dieses... Ah, Jump'n'Run, ja, jetzt ist es weg. Okay, alles klärchen. Ich kriege halt gar kein Damage dadurch. Aber ich hoffe, also der Totenkopf ist zumindest immer noch gülden. Wehe. Wehe, Spiel. Wehe, du hast mir jetzt meine Combo weggenommen und ich darf nicht mehr durch die Tür durch. Das wäre wirklich richtig assig. Und vielleicht gibt es hier ja noch eine schnieke Kiste oder so. Nee, nur der Morast der Verbrannten. Toll, hier ist wirklich nur ein Ausgang. 8 Minuten, nein, ich bin zu langsam. Aha, okay, man darf es also trotzdem. Man muss es nur einmal im Level geschafft haben. That's interesting. Und was haben wir hier? Einen Eisbogen, mega stark. Einen Saphir-Amulett, 5. Auch mega gut. Wenn man denn getroffen werden würde, werden wir aber ja nicht. Und Messertanz, 5++. Alles nicht ganz so gut. Ich nehme mir das Saphir-Amulett, 5. Weil das enthüllt auch unsichtbare Gegner, ja, ja. Okay, also bisher hat sich das noch nicht so gelohnt. Und wir haben leider auch immer noch zu wenig Geld, um unseren Pilzimpf zu verbessern. Oh Mann, ey. Offene Wunden, deine Nahkampfangriffe verursachen eine Blutung. Why not? Mehr Schaden pro Sekunde, das mag der Desi sehr. Er geht jetzt auf die Haustasche her und tötet dort alles. Yeah! Granatattack! Granatattack! Nennt man das ja auch. Ich bin so froh, dass wir diesen Bogen haben. Der Bogen ist so gut. Dieser Pilzimpf so süß. Allein für den Pilzimpf lohnt sich halt wirklich schon das Bad Seed DLC. Jetzt ganz ohne Witz. By the way, Leute, wenn ihr das Bad Seed DLC noch nicht habt und kaufen wollt, dann guckt doch mal in die Videobeschreibung, da habe ich bestimmt einen tollen Link verlinkt, wo ihr das kaufen könnt und mich dadurch sogar noch unterstützt. Und es wäre nicht mal teurer für euch. Ist das nicht super geil? Also was Besseres kann ich mir da gar nicht vorstellen. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Nein, als ob ich da runterfall! Bei 29! Ich wollte was Cooles machen und dann laufe ich da einfach runter. Oh nein, kommen wir noch auf die 60, nachdem ich schon 29 Leute getötet habe? Oh, locker gibt's in dieser Map gar keine 100 Gegner. Nein, was habe ich getan? Vor allem durch eigene Dummheit. Erst mein Pilzimpf richtig dumm getötet und dann da richtig dumm runtergelaufen. Oh, Peter Pan, mein schöner Plan. Naja, noch ist der Forschungsinstinkt zumindest noch nicht aktiviert worden. Heißt, wir haben noch die Chance, dass hier ziemlich viele Gegner irgendwie auf uns lauern. Also zumindest auf die 30 kommen wir ja wohl, oder? OMG, ein Elite-Kämpfer. Okay, so, das wird jetzt natürlich... Hilfe! Oh. Oh. Nein! Hä? Oh Mann! Alles geht hier kaputt! Warum greife ich auch einen Elite-Typen an? Vor allem bevor ich fertig bin mit irgendwas. Zweimal so knapp vor den 30 und ich verkack's einfach. Oh Leute, wir kriegen aber einen guten Bogen.
trotzdem Scharfschützenbogen, ohne Farbe und die Schüsse ziehen eine brennende Spur hinter sich her. Wir brennen jetzt alles nieder, oh ja. Burn it all down, burn it down. Ja, hallo verfluchte Schatztruhe, gerne packe ich meine Hand in dein Gesicht. Auch keine Farbe, aber auch nicht wirklich stärker als unser Assassinendolch. Nehme ich trotzdem mit, oder? Keine Farbe? Okay, jetzt haben wir zwei Waffen ohne Farbe. Und deswegen zählt jetzt gerade Rot als Farbe, weil wir da am meisten Punkte reingesteckt haben. Aber ohne Witz, dieser Bogen ist ja einfach nur fantastisch. Der verbrennt ja einfach alles. Guckt euch das an, Leute. 30, wir haben doch noch die 30 erreicht. Mit ganz, ganz viel Glück kommen wir vielleicht sogar auf 60, wenn es hier noch ein paar Gegner gibt. Aber ich bezweifle es, so ein Biest hier zumindest. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. 8 noch? Das ist tatsächlich möglich. Kriegen wir das wirklich noch hin? Gibt es in dieser Ebene wirklich einfach 100 Gegner? 6 Gegner noch, come on, hier muss es doch irgendwo noch 6 Gegner geben. Ah, es gibt noch mehr Gegner. Okay, wir sind safe, Leute. Wir können auf die 60 noch kommen. Das hätte ich niemals erwartet, dass es hier 100 Gegner gibt. So, 4 Gegner noch, dann sind wir safe. Dann können die machen, was sie wollen. Einer noch. Oh nein, das ist einfach ein Magier. Okay, 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 60, 60. Wir sind tatsächlich noch auf die 60 gekommen. Hätte ich niemals erwartet. Guck mal, jetzt guckt der Totenkopf auch viel, viel böser als vorher. So, hier haben wir trotzdem nur Scheiße. Ich glaube, ich gehe mit dem Sehnenschlitzer statt der Granate. Können wir den Willum bitte noch verbessern? Ja, können wir. Dann machen wir das. Und dazu nehmen wir noch Unterstützung, was uns plus 75 Schaden pro Sekunde gibt, wenn wir uns in der Nähe einer stationären Fähigkeit aufhalten, was ja unser Sehnenschlitzer-Dingsbums ist. Ich glaube nicht, dass ich ihn schaffe, ohne Leben zu verlieren, aber wir probieren es einfach mal. Vor allem, wenn er halt diesen roten Schild um sich rum hat, da bin ich richtig schlecht gegen den. Ich weiß aber nicht, wie ich dann durchgehen soll. Okay, wir machen auf jeden Fall schon guten Damage mit unserem Bogen. Genau das. Da weiß ich immer nicht. Kann er seinen roten Schild wegmachen? Wie soll ich da durchkommen? Ja, jetzt habe ich schon Schaden bekommen. Wie soll man denn da durchkommen, ohne Schaden zu bekommen? Alles andere ist vollkommen okay. Aber wie ich durch seinen komischen Schild da durchkommen soll, keine Ahnung. Ich habe jetzt leider schon verkackt mit der Challenge. Na, guck mal, jetzt ging's. Das ist alles sehr merkwürdig, Leute. Hui! Und du bist tot. Toll, jetzt hat er mir 40 Leben oder so abgezogen und deswegen kriege ich jetzt nichts Spezielles, ja? Das ist ja mega lame. Oh, es gibt tatsächlich eine Tür, dass man beim Boss nicht getroffen werden darf. Der hat mir original 25 Damage gemacht. Ich habe Legit noch 100% Leben, steht da sogar. Und trotzdem darf ich da nicht rein. Ey, der hat im vorherigen Level keinen Schaden. Oh, da wäre bestimmt richtig die krasse Waffe drin gewesen. Und damit in der Ufersiedlung, wo es auch richtig eklige Gegner gibt. Zum Beispiel die erstmal hier, weil die Kanonenkugeln explodieren leider. Zum anderen diese Viecher, die ganz viele Würmchen spawnen. Was bist du denn hier? Herz aus Eis. Okay, interessant. Da, die Viecher hier oben meine ich. Die sind doof. Oh, ich hasse diese Eiviecher. Warum gibt's die überhaupt? Hilfe! Oh, ich habe vergessen, dass unser Bogen ja alles in Brand setzt. Das ist natürlich mega cool. Okay, ein weiterer Scharfschützenbogen. Aber alles hat leider Farben. Ich will keine Farben in meiner Welt haben. Ich bin für weniger Farben in der Welt. Eine weitere Truhe. Oh, die Todeskugel. Die ist natürlich ultra langsam, aber auch ultra stark. Das Gute am Sehenschlitzer ist halt, dass man den einfach irgendwo runterschmeißen kann. Und dass er da dann alle Gegner tötet. Ah, ich hätte so gern die Todeskugel, aber ich glaube, der Sehenschlitzer ist für meine Challenge hier besser. Puh, okay, wir sind schon bei 45 Gegnern, die wir getötet haben. Fehlen nur noch 5, sondern diese kleinen Maden zählen leider nicht dazu. Wir sind bei 55. 5 fehlen, 4 fehlen, 3 fehlen noch. Oh, oh. Sehenschlitzer, vernichte sie. Ja, ja, du kriegst das hin. Nein, Sehenschlitzer. Oh mein Gott, sie haben dich ausgetrickst. Wie konnten sie es wagen? Ein Glück habe ich. Noch einen Sehenschlitzer. Oh, ich habe Angst vor diesen Maden. Vernichte die doch einfach jetzt alle. Was geschieht da oben? Nicht gut. Einer fehlt noch. Ich will nicht zu diesen Maden gehen. Okay, okay, wir haben die 60. Wir haben die 60. Jetzt ist alles egal. Ich würde schon gerne nochmal wissen, ob man auf die 100 gehen kann oder sowas. Und ob dann das nicht mehr golden ist, sondern, keine Ahnung, Platin oder Diamant oder sowas. Vielleicht ja auch Challenger. Dass man dann noch krassere Sachen bekommt. Wenn man alle Gegner in einer Ebene hinbekommt, ohne überhaupt einen Schaden zu bekommen. Dafür gibt es doch bestimmte Errungenschaft. Pilz im 6++ statt 2S.
Ist auf jeden Fall besser. Macht auch mehr Schaden gegen brennende Ziele. Synergiert halt besser mit unserer, mit unserem Bogen. Deswegen den kaufen wir. So ein schöner Pilzimp. Das ist schon der dritte Pilzimp, den wir haben, nicht wahr? Sind halt auch mega stark, diese Viecher. 60! Hier! Yeah. So, was gibt's hier? Ich glaube, ich war noch nie hier in dieser Tür drin. So, wir haben eine Eisarmbrust, einen Sturmangriff und eine Welle der Verweigerung 7++. Ich dachte, in diesen Türen wäre irgendwas Krasseres drin, wenn ich ehrlich bin. Wir könnten unser Breitschwert auf S bringen, aber ich möchte das eigentlich gar nicht behalten. Ich hoffe immer noch, dass wir eine bessere Waffe irgendwie bekommen. Muss halt ohne Farbe sein. Ui, hier sind einfach komische Ninjas, die einfach aus dem Nichts angreifen. Einfach mal pro forma immer überall einen Bogen hinschießen. Und wenn dann irgendjemand aufschreit, ah, ich verbrenne, dann wissen wir, da ist ein Gegner. Weil schieße ich anscheinend irgendwie in beide Richtungen. Ich schieße einfach einen Pfeil in beide Richtungen. Warum? Schießt ein Pfeil nach hinten. Hä? Seit wann das denn schon die ganze Zeit? Wir verbrennen einfach alles in beide Richtungen. Dude, ich kämpfe später gegen dich, okay? Wenn ich die 60 voll habe. Oh nee, sowas muss ich auch noch machen hier. Da werde ich auch hundertprozentig Schaden. Nee, wir machen das später. Da sehe ich es doch schon wieder. Da ist schon wieder so ein Viech. Okay, wir gehen einmal hoch und dann sofort wieder runter. Jetzt ist er nämlich irgendwo anders. Man weiß nicht genau wo. Aber jetzt gammelt er woanders rum. Eine hektische Klinge 7++, die einfach mehr Schaden macht als unser Breitschwert. Wir haben einfach die schlechteste keine Farbe-Waffe bekommen, die es überhaupt gibt, oder was? Wie kann das sein? Unser Bogen ist geil, aber die Waffe ist halt wirklich irgendwie crap. Ein bisschen Geul ist sie auch, aber eher crap. Okay, wir sind bei der 50. 10 Stück noch. Oh, ich habe so Angst vor diesen Stachel da. Wie soll ich hier jemals rüberkommen, ohne getroffen zu werden? Ja, guck sie dir bitte an. Pilzding. Komm ich da rüber? Was glaubst du? Okay, aber gerade so. Hey, ich komme hier gar nicht auf die 60 Gegner. Da, doch hier. Oh, es gibt nur noch 3 Gegner in diesem ganzen Gebiet. Nur noch so vereinzelte. Das sind alles locker diese Ninja-Dinger. Ich muss wirklich alle, jeden einzelnen Gegner in diesem Gebiet töten. Ah, wow, um auf die 60 zu kommen. Okay, einer fehlt noch. Der Elite-Kämpfer, natürlich ist es der Elite-Kämpfer. Okay, wir haben ihn getötet und haben damit die 60 erreicht. Aber gerade so. Alter, aber dass man hier wirklich jeden einzelnen Gegner töten muss, um auf die 60 zu kommen. Das ist schon ein bisschen dreist, oder? So, aber jetzt ist mir hier auch alles egal. Ich verliere hier sowieso gleich Leben. Tatsächlich nicht. Okay, krass. Sind wir aus diesem blöden Gebiet endlich weg. 60! Woo! So, da erwarte ich mir jetzt aber was richtig Geiles. Naja, zumindest ist das Amulett ohne Farbe. Sind die immer ohne Farbe? Ja, die sind immer ohne Farbe. Pff. Diese Türen lohnen ja gar nicht. Ja, dann bringen wir zumindest unseren Pilzimpf nochmal hoch, oder? Wir haben so viel Geld. Komm, oh, und von 219 auf 277. Wir könnten natürlich noch unsere Waffe hier upgraden. Ja, immer noch. Aber ja, komm, okay. 11.670 Schaden pro Sekunde. Klingt jetzt auch nicht so schlecht. Aber ich nutze sie halt nie, weil diese fucking langsam ist. Und gegen die Turmuhr-Bossin komme ich sowieso nicht an. Also die macht mir hundertprozentig Schaden. Es sei denn, wir machen jetzt so viel Schaden, dass es sie one-hitten kann. Nein, Pilzimpf! Ich habe dich ausgesperrt. Wir haben einen richtig guten Bogen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und sie hat mich gekriegt. Sie hat mich, Leute. Ich habe bescheuert Schaden bekommen. Aber die ist übel schnell tot durch unseren Bogen. Guckt euch das mal an hier. Bau, 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 bau. Und dann noch 2, 3 Hits oder dann ist sie doch weg. Ein Kriegsspeer 5++. Der tatsächlich 13.000 Schaden macht. Ich meine, da ich mein Breitschwert sowieso nicht benutze, es gerade für 30.000 geupgradet habe, was super dumm ist, ist der Kriegsspeer vielleicht sogar besser. Schweren Herzens. Tschüss, Breitschwert. Und damit sind wir schon in der letzten Ebene. Das ist ja lame. Stärker werde ich nicht, obwohl ich hier alles mache. Ja gut, die Bosse habe ich jetzt nicht ohne Schaden zu bekommen geschafft. Vielleicht ist hinter diesen Türen noch was richtig Krasses. Aber sonst habe ich mich doch eigentlich ganz gut geschlagen bisher. Naja, eine Chance haben wir ja auf jeden Fall noch, eine richtig krasse Waffe zu bekommen. Aber bevor wir beim Endboss sind. Hallo kleiner Miniboss, du bist hier richtig schnell tot. Hallo zweiter Miniboss. Ihr könnt doch auch nichts, oder? Die können auch nichts. Sehr schön. 58. 59. 60. Woo! I'm the very best, like no one ever was. Boom, boom, boom. Also zumindest in der letzten Ebene sollte man dafür ja wohl irgendwas Geiles bekommen, oder? Wenn man eine 60er-Kombo hinbekommt.
Wahrscheinlich hätte ich mit mehr Bosszellen bessere Waffen bekommen, oder? Wenn man das macht. Oh, die große Kriegseule. Ja klar, nämlich die organische Begleiter finde ich viel besser als diese komischen Schlitzdinger und so. Wir haben einen 60er-Kombo bekommen. Und diese bringt uns wieder nur Kacke. Hä, was soll denn das? Das lohnt halt irgendwie gar nicht. 11.000 zu 16.000, warum sollte ich das tun? Ach man, das enttäuscht mich jetzt ein bisschen. Dann nimmst du so viel Arbeit auf dich und dann ist in diesen Türen einfach nur Bullshit drin. So, aber wir haben noch 50.000, heißt wir können unseren Kriegsspeer auf jeden Fall nochmal auf S bringen. Und der geht jetzt von 15.800 Damage auf 10.000 Damage? 13.000? 17.000. Okay. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir jetzt rechts mehr Rot haben. Ja, mit nicht so viel Damage, wie ich erhofft hatte, dann zum Thronsaal. Kommt, meine Freunde! Willump und Eulina! Katak! Ach, halt die Schnauze, ich habe genau dieselbe Rüstung wie du. Kannst mir gar nichts, kannst du mir... Wow! Wow! Ja, Ausweich-Action! Und Angriff, Angriff und Ausweichen! Aua, das war kein gutes Ausweichen. Aua, das auch nicht. Ey, was soll denn das hier jetzt? Du kannst mich doch nicht einfach angreifen. Hallo? Okay, also irgendwie machen wir gar nicht so viel Damage. Möchte ich mal so meinen. Vielleicht sollten wir nicht immer nur mit unseren Fernkampfattacken angreifen, sondern auch mal mit unseren Nahkampfangriffen. Wow, 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 wow. Einfach die ganze Zeit draufballern. Jetzt hast du mir eh schon Schaden gemacht, du Arlo. Hallo, hallo, bäbäbäbäbä. Okay, also die Elite-Kämpfer gehen hier aber schon recht gut tot. Au, 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 au. Nein, nicht die Stampf-Attack. Was soll ich dagegen nur tun? Mann, ey, man muss ja richtig gut bei dir ausweichen. Hat er gerade sein Auge verloren? Ist er gerade sein Auge rausgespritzt? Ach Mann, das war gar nicht so viel Damage. Das finde ich sehr schade. Müssen wir das nochmal mit mehr Bosszellen probieren, habe ich die Befürchtung. Naja, ab in den Abfluss mit uns. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß mit dem Part. Weil ja, das Like da. Und ihr könnt mir auch mal Challenges irgendwie geben, was ich mal bei Dead Cells vielleicht machen soll. Es gibt ja zum Beispiel auch dieses komische Schwert, wenn man das hat, dass man dann bei einem Hit tot ist. Damit könnte ich eine Challenge machen. Ja, dann aber danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.